Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Saalfeld hat ja mal wieder zum Rundumschlag ausgeholt. Herr Saalfeld hat mal wieder versucht, wie es so üblich ist, alles schlecht zu reden. Das setze ich mal vorne weg. Und Herr Saalfeld hat ja mitbekommen oder selber gesagt, dass wir ja im Landtag uns schon mal damit beschäftigt haben und eine sozusagen Verschiebung der Zielvereinbarung beschlossen haben. Wichtig war für uns als CDU und SPD-Fraktion, dass wir erst einmal die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt haben, dass wir wissen, mit welchem Geld die Hochschulen und Universitäten rechnen können. Daraufhin die Eckwerte sozusagen erstellt worden sind. Und auf dieser Grundlage, und das war ja auch wichtig, Herr Saalfeld, dass wir die BAföG-Millionen sozusagen mit eingepreist haben, konnten erstmal Zielvereinbarungen mit einem vernünftig artikulierten Hintergrund auch erstellt werden. Und so wie mir bekannt ist, sind alle Hochschulen dieses Landes mit diesen Zielvereinbarungen im Grunde genommen einverstanden. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, wo man sich mehr wünschen kann und wo man auch andere Schwerpunkte setzen kann. Aber im Großen und Ganzen sind die Hochschulen mit diesen Zielvereinbarungen einverstanden. Und so wie wir gehört haben, sollen diese auch am 23. Dezember vom Bildungsminister und den Rektoren unterschrieben werden. Wir werden noch die Gelegenheit haben, glaube ich, in der Januarsitzung des Landtages uns auf die Inhalte zu beziehen zu diesen Zielvereinbarungen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle hier schließen und sagen, dass diese Zielvereinbarung wichtig und auch die notwendigen Inhalte haben für dieses Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort